Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio-CD.at. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2024 und mein Name ist immer noch Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute geht es um ein wenig ATX versus DAX, RBI, Strabag, Signa, AT&S und auch um Peter Stöger. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Me. Here's Margaret and me, podcasting for equity. What's wrong with me? Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Aprilfolgen der Wiener Börseparty sind präsentiert von Wienerberger. 3558,31 Punkte, jetzt um 13.49 Uhr, also später als sonst, weil ich halt schon zwei andere Podcasts gepublished habe, im ATX ein Minus von 0,19%. Heute gibt es einen Gleichlauf mit dem ATXDR, weil anders als vorgestern und gestern nicht die RBI respektive die BAWAG-fette Dividenden ausgeschüttet haben. Gewinnerseite blicke ich auf das 39 Titel umfassende Private Investor Relations Universe und da ist der Verbund vorne mit 5,58% Aufschlag und wieder über der Marke von 70 Euro. Weiters fällt die FACC mit plus 1,3% und die Zoomtobel mit plus 1%. Auf der Verliererseite heute Do & Co. minus 2,2%. Also die haben sich wieder etwas wegbewegt vom All-Time-High-Niveau. Auf der Umsatzseite vorne haben wir die Wienerberger mit 13 Millionen und die Verbund mit 12,8 Millionen. Ich muss schmunzeln, was man jetzt bimmeln gehört hat kurz und ich habe nachgeschaut, ist die Verkaufsorder eines Faktor-Zertifikats der UBS auf ein Produkt RWE, also Faktor Long, RWE in Deutschland auch großer Gewinner und ja, das kann man herrlich spielen momentan mit Zertifikaten und ich habe das Q2 auch zum Zertifikate-Quartal ausgerufen, dazu gibt es dann morgen wieder einen Sonderbeitrag. Also RWE in Deutschland größter Gewinner heute. Und die Verbund in Wien. Das sind zwei Titel, die year-to-date bis jetzt noch nicht so funktioniert haben. Es ist heute schon der dritte Podcast, gleich in der Früh ist ein Podcast rausgegangen, wo der Hans Huber und meine Wenigkeit dem Peter Stöger zum Geburtstag gratuliert haben. Es ist dies zugleich der Launch der neuen Sportgeschichte-Plattform mit der Webseite neuesportgeschichte.at, dann auf Instagram, instagram.com/sport.geschichte und auf Facebook, facebook.com/sportgeschichte.at, was halt da so verfügbar war. Und der zweite Podcast ist einer, der am Börsentag Wien aufgenommen wurde. Ich habe dort etliche Interviews geführt, wurde auch interviewt und zwar von Peter Heinrich und da haben wir gesprochen über ATX versus DAX, ich habe auch noch den Nikkei hinein reklamiert, dann haben wir gesprochen über RBI, Strabag, Signa, AT&S. Gut, zu den Nachrichten heute, kommt noch eine Order, ja sehr gut, das passt heute alles. Zu den Nachrichten heute, die UBM hat Zahlen geliefert und wie bereits angekündigt sind die Projekt- und Immobilienbewertungen jene Faktoren, die auf das Ergebnis drücken und ein negatives Vorsteuerergebnis in der Höhe von 39,4 Millionen sorgen. Aber die Aktie ist im Plus, weil man letztendlich eine gute Tonalität gefunden hat. Es gibt keine Dividende, es gibt aber auch keinen Bonus an Vorstand und Mitarbeitende. Also das geht aus dem Geschäftsbericht hervor und man spricht es auch aus, annus horribilis, sagt man bei der UBM und das wird in die Geschichte der nicht nur der UBM, sondern der gesamten Immobilienbranche eingehen. Die Guidance wird bis auf Weiteres noch verzichtet, aber ich bin da immer sehr optimistisch, / Risikohinweis, was die Geschicke von Thomas Winkler und Co. betrifft. Ganz spannend, weil ich eh hüsteln muss die ganze Zeit, ist Marinomed. Die erweitern das Karagellose-Portfolio durch neue Produkteinführungen in Österreich und Mexiko. Da gibt es den Markennamen saisongerecht jetzt Coldamaris Allergie. Da geht es um ein Nasenspray, also nicht ganz ums Hüsteln. Und man will jetzt mit neuen und bestehenden Partnern geografische Lücken in Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika schließen. Dem Flughafen Wien, dem geht es auch gut und das Passagieraufkommen ist im März in der Gruppe Wien-Kosice-Malta um 11,8% auf 2,875 Millionen Reisende
gestiegen. Ciaimmo hat in den Bürogebäuden Belmundo und La Vista in Düsseldorf zwei Mietverträge über insgesamt 7400 Quadratmeter Bürofläche verlängern können. Unica ist ja gesundheitlich unter der Marke Mavi unterwegs und da werden sämtliche Gesundheitsbereiche zusammengefasst und da werden 245 Millionen Euro in Privatspitäler, das eigene Ärztenetzwerk, Telemedizin, aber auch in betriebliche Vorsorge und 24-Stunden-Pflege für zu Hause investiert, erläutert der Kurt Swoboda, der im Vorstand für diesen Bereich zuständig ist. Strabag und Equans haben das Bieterverfahren für die Sanierung der Haupt- und Landesstelle Wien der Pensionsversicherung für sich entscheiden können. Die Katrain Privatbank setzt auf das von der Wiener Börse entwickelte Reporting Service TTR, also hat nichts mit Total Return oder Total Return zu tun, sondern heißt einfach TTR2. Diese Lösung unterstützt Finanzmarktteilnehmer bei der regulationskonformen und effizienten Veröffentlichung von OTC-Geschäften bzw. dem Reporting von Orders und Quotes für Wertpapierfirmen. Sorry. Und wir bleiben thematisch in dieser Richtung. Die ÖKB hat 2023 einen Vorsteuergewinn von 64 Millionen Euro geschafft. Das ist ein Plus von 10%. Für 2024 geht die Gruppe von einer guten Ertragsentwicklung im operativen Bereich aus. Und dann gibt es noch Research. Odo BHF erhöht die Empfehlung für Frequentis von neutral auf Outperform und das Kursziel von 31 auf 33 Euro. Das ist auch so eine tolle Aktie wie Frequentis. Und damit schließe ich für heute. Hört rein in die anderen beiden Podcasts und schaut mal bei der Sportgeschichte vorbei. Tschüss und Baba, bis morgen.